der Name Kirchenweg kommt daher, dass früher die Leute aus den ganzen Routen da auf die Wege in die Kirchen gegangen sind, beziehungsweise dass dann auch, wie es noch keine Schulbus gegeben hat, die Wege als Schulwege benutzt worden sind. Der kurze Kirchenweg, da gehen wir ca. eine halbe Stunde, können wir locker gehen. Der lange dauert ein bisschen länger, also da gehen wir ca. eine Viertelstunde und wir werden dann gleich da längs über die Bandestraßen wegmarschieren und dann kein Zurück mehr ans mitgehen. Wir überqueren jetzt die B1, gehen zwischen die zwei Häuser durch runter. Und unten haben wir gleich einmal, bevor wir rechts abbiegen, einen wunderbaren Ausblick auf die südliche Bergkette. Wir gehen dann weiter talwärts auf einen schönen Wiesenweg, wo man rechts wieder die südlichen Hänge von Strengberg sieht. Wir kommen jetzt zu der neuen Siedlung von Strengberg und gehen weiter zur Landesstraße. Da teilt sich dann der Weg, wenn man rechts bergwärts geht, kommt man wieder rauf, der kurze Kirchenweg, und man braucht sich eigentlich nur nach dem Kirchenturm orientieren, weil dort ist auch wieder unser Ziel. Geht man links runter, ca. 80 Meter, überquert dann die Straßen und wir gehen hinter dem Mostheiligen Jugendmeier vorbei, die Straßenverlauf folgend, und dann birgt man noch längs so und wir gehen Richtung Gloning um. Wir gehen da jetzt zwischen die Felder durch und kommen dann wieder auf einer Anhöhe. Da bietet sich wieder eine Sitzgelegenheit und auf dieser Bank sieht man wieder die südliche Bergkette. Und wir gehen dann weiter zu den zwei Bauernhäusern und dort birgt man dann rechts in den Gewerbepark an. Bevor wir in den Gewerbepark kommen, haben wir noch auf einer Anhöhe auf der linken Seite einen modernen Schweinestall. Und zwar in Strengberg heißt es, und es steht da drauf sogar Schweine mit Ötscherblick. Und dann geht es weiter in unseren Gewerbepark. Und vom Gewerbepark geht es dann Richtung B1, also Bundesstraße 1, nach der Bundesstraße 1 rechts halten. Egal ob auf der rechten oder auf der linken Seite, hat man entlang des ganzen Weges noch schöne Blicke, entweder links ins Mühlviertel oder rechts wieder in unser Voralpenland.